Bis gleich wurde also die nächste Folge. So, ich habe Kurumba schon mal eingenommen. Wir haben allerdings diesmal nicht die 100%. Heißt, wir müssen nochmal die andere Domäne auch noch einnehmen. Und dann haben wir aber den Krieg gewonnen. Dann ist mir mal aufgefallen, ich hätte vielleicht ein bisschen weiterspielen sollen. Oder? Nee, anders. Wir haben in unserem Reich jemanden, der ein bisschen klug ist. Und zwar ist er tatsächlich der zweitklügste Mensch dieser Welt. Der ist aber nicht in meiner Regentschaft oder an meinem Hof, sondern der ist, glaube ich, hier irgendwo in Ghana. Und er hat... Oh, ich weiß... Nee, den finde ich so nicht. Und zwar haben wir eine... War's die Schwester? Nee, die Schwester war's nicht. Wo war denn die? Hier, die Tante. Dornman Humbles. So, ich klicke auf Ehemann. Und wir sehen Nana Flomo von Nuon mit einem Bildungswert von 41. Vasall in eurem Reich. Er ist sogar Vasall. Okay. Den kann ich aber auch nicht an meinen Hof holen, wa? Gut. Hat sich dann sowieso erledigt. In doppeltem Sinne. Weil wir können ihn ja auch nicht mehr einsetzen, weil für die nächsten 10 Jahre ist er hier geblockt. Also gut, außer wir töten ihn. Und ja, bis ich ihn ermordet hätte, da gehen nochmal 2 Jahre rum und der Typ ist sowieso schon 71. Deswegen, naja. Aber wir haben tatsächlich den zweitklügsten Menschen der Welt bei uns im Reich. Der klügste Mensch der Welt ist übrigens der Chef von Byzant, Basileus Pantherios, mit 40 Jahren und einem Bildungswert von ultra guten 44. Wow. Wow, wow und nochmals, wow. 44, mal davon abgesehen, dass er 13.700 Truppen hat. Aber 44 Bildung. Wow, nochmal. Wir könnten sowieso eigentlich mal gucken, wer hier so die krassesten Typen gerade sind auf der Welt. Also, ja. Rang? Achso, vom Rang her ist er der krasseste. Wo bin ich denn da? Erscheine ich hier auch schon auf der Fläche? Nee, ne? Durchlauchter Doge Francesco von Venedig. König. Oh, hier. Ach, Cousin von euch. Na, ich bin aber besser als mein Cousin, oder? Mein Cousin ist höher angesehen als ich? Was ist denn der Rang? Der Rang ist aber nicht Prestige, ne? Oder ist der Rang Prestige? Es kann nicht sein, dass mein Cousin mit seinem kleinen Kackreich von Kong im Rang höher ist als ich. Da bin ich. Euch, ihr. Ja, keine Ahnung. Ich sag mal Top 50. Bin ich dabei. So, also der schlauste Mensch der Welt ist eine 44. So, der intriganteste ist eine 30. Das geht aber noch. Alter, Ranissa. Soktisch. Ja, zu weit entfernt. 47. Gulai. Eine 28 mit 33 Jahren. Gut, wenn ich mir ihr Outfit angucke, brauche ich gar nicht gucken, wo die ist. Die ist nämlich ganz weit weg. Ambrosia. 40. Ja, kriegen wir auch nicht. Räuspern hier schon wieder. Verwaltung 26. Da gibt es aber nicht wirklich viel Gute. Hier, mein Ratsverwalter und Vasall von uns. Also wir haben tatsächlich den fünftbesten Verwalter der Welt bei unserem Hof. Das ist sehr gut. So, der Kämpfer, eine 32. Hauptmann Mart von Kumbricher Trupp. Anandale. Das ist ein fremder Herrscher. Was besitzt er denn? Ein Söldnertrupp. Das ist aber kein Titel. Kann ich ihn einladen? Nee. Hauptmann Swato. Wow. Freilanzen von Velerath. Ist auch zu weit weg. Kann man eigentlich sagen, in unserem Reich? Heiratsstatus. Ach hier, das wär's. Und der
Diplomatischste ist... Okay, 33. Scheich Job ibn Hajmadin. Oder Hajmadin. Hajmadin. Ne, 32. Oh. Gut. 30. Marina Baharak von die Habari-Clan. Huldvoll. Ist auch zu weit weg. Hat sogar eine Krone auf, obwohl die nichts ist. Wer ist er? Okay, er ist der Maharaja. Gut, also sie ist doch was. Ja, und der beste Krieger aktuell ist Niklas Slegja. Mit... What? Mit einer 52? Wie kommt man denn auf so einen Wert? Alter, er hat einen Grundwert von 30. Ach, du heilige Granate. 52. Ja, geistesgestört, aber sowas von. Und er ist nur ein Höfling von Jarl Holfer. Och Gott, Alter, wäre der geil. Gott, wäre der gut. Okay, wir können ja mal in unserem diplomatischen Kreis gucken. Da wär's Godomard Kedjut, eine 35. Das ist ein Ratsmarschall. Wird er nicht annehmen? Oh, da ist richtig. Oh, da. Höfling von euch, ihr. So, Matrilinear. Wird nicht annehmen. Oh, kacke. Ganz kurz gehofft, dass er die annimmt. Talo, wie alt bist du? 44. Gornman Humbles. Wird er auch nicht annehmen. Aber sehr knapp. Ach, weil anderer Glaube. Und weil er seinem Typen da wichtig ist. Okay. Schade. Wen haben wir hier noch? Hier hätten wir noch einen freien. 53, eine 27. Gibt es hier eine jüngere? 44. Wir können aber nach Alter gehen. 36. Hauptmann oder Babur von irgendeiner Truppe. Analytisch Eiferer, eine 26. Wo ist denn hier unsere Gorman? Ich würde mit ihm gern heiraten. Macht aber nicht. Gut, wir können ja generell über Gorman einfach gehen. Die ist ja tatsächlich sehr angesehen anscheinend. Wo ist er? Was Gattin von uns? Die sieht sehr alt aus schon. Höfling, Champion, Höfling. Wo ist denn hier ein Sohn und Spielererbe? Höfling, Höfling. Schwester von uns. So, die hat schon einen Typen. Schwester hat schon einen. Der Schwager. Tante, das war die. So, wen kriegst du denn an Kampfgeschick? 23, ist aber schon verwundet. Alter, eine 27? Gamuyu Quadi. Heirat arrangieren. Höfling von euch. Wird nicht annehmen. Aber du wirst da bestimmt die Gorman heiraten. Matrilinear. Sehr schön. Dann holen wir uns ihn noch ins Boot. Die Karpfen. Wenn ihr an einem Karpfenteich interessiert seid, kann ich euch einen hervorragenden bauen. Der Baumeister vor mir hat gute Referenzen und meine Höflinge scheinen sehr angetan von dem Gedanken. Gewinnt Meinung jeder Höfling. Das ist wichtig. So, kann ich mal diesen blöden Krieg endlich gewinnen? Ja, gern soll Gorman. Oh. Und der nächste. Na, das läppert sich doch langsam wieder mit unseren guten Soldaten. So, wie lange braucht ihr noch? 2 Monate. Befehlshaber verbessert. Wunderbar. Auch eine 21 jetzt. Oh, das ist eine gegnerische Truppe. Wir haben sie beeinflusst. Sehr gut. Schon eine plus 15. So, die gefährliche Fraktion ist übrigens auch weg. Kuga. Ihr
Ihr seid nur Bauern, wa? Oh Gott, fuck, Alter. Das sind ja ganz viele. Vasall und Champion. So, versuchen wir mal, den zu beeinflussen. Oh, die ist auch ganz knapp davor, das Ultimatum zu erreichen. Oh, wir für den Krieg. Gut. Merci. So sei es. Alle auflösen. So, jetzt sind wir definitiv drüber. Wir gucken uns mal ganz kurz an. Obergurma, wunderbar. Dann bitte, Aribinda. Ist noch nichts gebaut. Geht bitte an unseren Sohn und Spielererben. Nein. Nein. Garmuyu. Humbles. Dann kannst du nämlich ein bisschen was machen. So, was ist hier? Vorzüge verfügbar. Habgierig. Bringt uns Verwaltung und Besitztumssteuern plus 15. Schön. Wir haben wenig Kontrolle. Wir können ein Bündnis mit Nana Gmuryu machen. Wir können, ja, mehr oder weniger sämtliche Titel erschaffen nochmal. Ihr seid bekannt für euren Glauben. Ja, mächtige Vasallen erwarten noch Ratsposten, die ich ihnen nicht geben werde. So, Obergurma und... Was ist das denn? Ist das ein eigenes Reich? Wow. Ach, ja. Na klar, gegen den habe ich ja gerade Krieg geführt. Dem seine Frau sitzt bei uns im Knast, ne? Warum kriege ich einen... Für die Alte kriege ich auch kein Geld? So, du kannst mal Ansprüche abschwören, dann bist du wieder frei. Und du bist tatsächlich nutzlos. So, Bekehrung und dann ist mein Knast erstmal wieder frei. So, Bündnis geschmiedet mit unserem Sohn. Warum wird mein Reich da angegriffen? Turnierprobleme. Als Oman Hehe ist es meine Pflicht. Ja, gut, kennen wir. So, setzt ein. Lombo wird unser Rivale. Menma Hummels wird euer bester Freund. Schwester und Freund. Na, dann wird unsere Schwester unsere beste Freundin. Gut. So, erster Eroberungskrieg abgeschlossen. Damit sind wir jetzt bei 37? Ja, bestimmt, wir waren bei 35. Okay, dann, was ist noch nicht... Also eigentlich ist alles nicht unseres. So. Mann, Toro, brauche ich eine? Der führt gerade eh richtig Krieg und hat keine Verbündeten. Welche Region brauche ich? Diese hier. Wird um diese Krieg geführt? Müssen wir uns ganz kurz die Kriege angucken. Nein. Was ist das? Unterwerfungskrieg. Ja, gut. Ist nicht mein Krieg. Dann werden wir Toro den Krieg erklären und uns... Ja, die eine Grafschaft da oben. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Sikasso. 75. Angriff. So, wir führen weiter Krieg. Wir waren ja eh gerade schon hier. Dann werden wir unseren Hauptbefehlshaber nach unten schicken. Zur Hauptstadt. Oh, da ist ja schon die Armee. Gegen wen führst du Krieg bitte? Du führst gegen Nani Krieg und greifst gerade meine Provinz an. Warum belagerst du denn meine Stadt? Also was habe ich dir denn getan?
So, gut, unser Befehlshaber, er hat, ja, 14, easy. So, die brodelnde Wut. So, meine Schwester, grundlose Wut, alles klar. So, erste Schlacht, die wir haushoch gewinnen werden. Da unten sind nochmal ein paar Räuber. Die sind aber nicht feindlich. Warum sind denn die feindlich? Wir haben doch dasselbe Ziel. Ja, sehr gut, eine Fraktion ist verschwunden. So, wir rennen hinterher. Ja, wir gucken mal, wo er hinrennt. Oh, ernst? Ach, jetzt haut er ab, okay. Ich glaube, er hat mehr Angst vor mir, ne, als vor ihm. So, da verloren. Oh, Alter, 19 Monate, ne, sorry. Was ist das? Ist das Stufe 5 oder sowas? Ja, okay. Digga, nimm mal Speed raus, bitte. Okay, gut, er bewegt sich nicht mehr. Fraktion hat sich zerschlagen, sehr geil. Muss mir gleich nochmal angucken, welche Fraktionen sich hier zerschlagen. Komplott bei Hofe, Evanje, Champion von uns. Ah, Evanje kann sich mal eine Frau suchen. Ayumide. Oh, heiraten. Ich weiß gar nicht, ob die auch Kinder machen. Gefühlt machen die nie Kinder. Alter, 21 Monate. Unser Champion wurde verwundet von Tambo Mando. So, eine gefährliche Fraktion. Oh, wir haben übrigens schon die Dings eingenommen. Wir können euch auch mal halbieren eigentlich. Können wir gleich zwei auf einmal einnehmen. So, Herr Mossi hat sich verbessert. Gott, warum der Befehlshaber verbessert ist, oder? Ist der gezwungen? Herr Mossi ist nicht gezwungen und wurde trotzdem verbessert. Okay. Ah, gegen Tor ist ein bisschen längerer Krieg, weil ich halt nicht an seine Hauptstadt komme. Kronti Hene beeinflusst, sehr gut. So, gefährliche Fraktion. Na, 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 na. Ja, hier, Kronti Hene. Kann in 21 Monaten ein Ultimatum stellen. Okay, wie beeinflussen Sie? Digga, warum läufst denn du nicht mehr los? Mann, ich muss deine Kackarmee zerstören. 48% ist noch nicht viel. Und ich muss mich ein bisschen beeilen. Wer ist denn er? Kabu. Okay, das ist ein Krieg, den schaffe ich nicht alleine. Da hole ich jetzt alles ins Boot, was geht. Und dann gucken wir mal, was am Ende rauskommt für ein Kriegsverhältnis. So, jetzt werden ganz viele Verbündete und Gegenverbündete mit eintreten. Neffe bei Belarung getötet. Obwohl ein Kriegtrupp nutzt, konnte jene Afolabi und seine Unterstützer unabhängig weiter jede. Die Schlacht kostet mich täglich Truppen und Gold. Welche Option wir bleiben?
Ihr erhaltet Verwaltung. Ich überzeuge die Fraktion der Einigkeit, welche Unabhängigkeitsfraktion verliert 50 Zufriedenheit. Jedes Mitglied gewinnt 10 Meinungen von euch. Ihr bezahlt Conti Hene Geld. Okay, ich hoffe, dass das klappt. Ja, sehr gut. Jeder gewinnt Meinung über uns. Ich hoffe, dass das die Fraktion war. Okay, sehr gut. War die Fraktion. 31 Monate. Oh, Alter, ist das knapp. Mann, Alter, 59%. Fraktion gegen euch, Alter Schwede. Oh, ich muss ganz dringend diesen Krieg hier beenden. Ich reise schon mal mit der ersten Truppe hierhin. Okay, irgendwas wird belagert. Oh, er hat echt eine fette Armee am Start, Alter. Schlange bei Hofer. Nana Mini soll getötet werden. Inspiriert Rekrutierung. Feindliche Armee. Ich weiß gar nicht, wer hier alles. Okay, wie sieht's denn jetzt aus? Von den Verhältnissen. 14.000 gegen 7.000 Truppen. Also wir haben doppelt so viele. Sehr gut. 84%. Ich hoffe, dass wenn das hier durch ist, dass ich dann den Rest auch hier hinschicken kann. Mir reicht die eine Armee. So, wo sind die? Ihr kommt jetzt mal hier hin. Ihr greift schon wieder den komplett falschen an. Schlange bei Hof. Alter Schwede. Wo lauft ihr denn hin? So, feindliche Armee, die hätte ich gerne eingenommen hier. Achso, der hat gerade surrendered. So. Wir versuchen mal die Hauptstadt anzugreifen. Unserer fetten Armee. Yes! So sei es. Dankeschön. So, und jetzt bitte alle mit Karacho hier hin. So. Der gibt gerade auf, oder? Wo kommt meine Armee? So, hier ist mein richtig dicker Befehlshaber. Um was geht's denn hier eigentlich? Es geht um eine fucking Dings. Ach, herrlich. So, was habe ich jetzt eingenommen? Das hier war. So, Bindugu. Das gehört mit theoretisch zu Jenner. Ja, komm. Du kriegst das da. Happy Birthday. Du bist ein cooler Vasall. So, ich muss unbedingt zwei dicke Armeen formieren. Kreuzritterkönige, das Herzland des abendländischen Christentums wird von den Ungläubigen belagert. Verzweifelte christliche Herrscher haben seine Heiligkeit Papst Viktor überredet, ein großes und gerechtes Bündnis zur Vertreibung der Heiden im Namen von vom heiligen Georg zu schmieden. Dies könnte der Beginn noch nie dagewesener christlicher Aggression sein. Christliche Glauben können jetzt Kreuzzüge verwenden. Wo ist meine Armee? Ich muss mich beeilen. Yes. Das ist so eine
Armee nach der anderen. Langsam ausdünnen. Gott. Ein offenbartes Geheimnis. Hat jemand eine üble Sache bezichtigt? Mein Vasall Nana Akvalekir soll eine außereheliche Affäre haben. Ach Gott. Ja, wir kerkern beide ein. So, wir gehen gerne Hauptstadt. Geh mal weg. Ja, wir gehen doch noch nicht gerne Hauptstadt. Ich muss ganz kurz noch auf ein paar Verbündete warten. Wer bist du denn hier eigentlich? Ich muss diese Hauptstadt unbedingt einnehmen. So, ich probiere mal mein Glück. Jetzt haben wir schon mächtig viele... Oh, das sind 2007er Armee. Was hat denn der für einen Anführer? Oh, ich könnte es schaffen. Ich könnte die bessere Armee haben. Das wird ein sehr enger Krieg. Oh, du hast so ein Glück, dass dein Kumpel zur Hilfe kommt. Sonst hätte ich dich tatsächlich fertig gemacht. So, irgendwas habe ich beendet. Das war Kulturförder, ne? Ja. Dann Adanse, bitte. Das, gut. Okay, da hast du richtig Glück gehabt, dass dein Kumpel noch dazu kam. Asire ist tot. Ah, oh, mein Kriegstreiber. 19. Nana Fadime. Ist sie hier mit dabei? Nee. Ich mach erstmal sie. Krontihene Agenia. Der ist eine 19. Nana Berko. Ich nehme mal ihn. Und hier nehme ich Nana Fidomi. So. Nana. Alter. Geiler Typ. Also unser Sohn. So, wie sieht's aus? 12%. Okay. Wir könnten einen Lebenswandel. Ja, Steuereintreiber oder das hier, Baukosten. So, Fraktion. Ich muss tatsächlich darauf achten, dass diese Fraktion demnächst wegfällt. Wo rennst du eigentlich hin? Noch dahin. Diese Armee muss ich besiegen. Renn einfach weg. So, Fraktion hat sich aufgelöst. Oh, die muss ich hier unbedingt... kann ich die nicht bestechen oder sowas? Bündel anbieten, interessiert mich nicht. Bekehrung verlangen wird er... Könnte annehmen. Einkerkern. Geschenk schicken, das suche ich. Gewinnt 29 Meinung. Geschenk schicken. Gewinnt 29 Meinungen. Geschenk schicken. Gewinnt 48 Meinungen. So, kann sich diese blöde Kackfraktion jetzt bitte auflösen? Ja! Oh! Super gut. 61. Oh, das war so schön. Achso, ich schmiede schon Komplott gegen die. Also ist sie noch mit dabei. Gut, dann kann ich auch weitermachen. So, die ist noch minimum zu schwach. Muss ja unbedingt Leute bestechen, ey. Geld haben wir ja erstmal. Von daher müssen wir ja erstmal Fraktionen schwächen jetzt.
Leute, wo rennt ihr jetzt hin? So, ich sammle mich jetzt hier erstmal. Ich habe ja noch eine plus 18. So, er hat einfach eine 6000er Armee. Oder 5000er Armee. So, Verbündeter tritt aus Krieg aus. Könnten wir uns bitte jetzt um diese Armee kümmern? Eure Bekanntschaft ist gestorben. So, ich werde hier auch nochmal ganz kurz... Geh mal weg. Wo habe ich denn die Armee ausgehoben? Da hinten. Hier nochmal Truppen ausheben. So, Verwaltung. Sehr gut. Und Mündel profitiert von Unterweisungen. Sehr gut. Ja, jetzt kommen sie doch in meine Region. So, können wir uns bitte alle mal zusammenschließen? So, Befehlshaber. Wird er. Und jetzt geht's los. Jetzt machen wir die richtig dicke, fette Schlacht. So, keine Angst. Ich komme gleich dazu mit meinen 6000 Leuten. Und jetzt kommen gleich noch 2000 weitere dazu. So, da unten kommen nochmal 1600. So, eine Fraktion hat sich aufgelöst. Und wir haben diese Kackarmee. Yeah, wertvoller Gefangener. 95%. Yeah, Baby. So. Am Arsch. Eurer Scheißfraktion hier. Nachbarschaftskrieg entschieden. So, 96%. Ja, wir werden überfallen. Darum kümmern wir uns später. Sind wir irgendwie unterversorgt? Nee. Wo ist denn er? Mein Befehlshaber. So, ihr Lutscher, ey. 98%. Ich will direkt die nächste Schlacht haben. So, herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben. Oh, so, jetzt können wir uns erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Aber Kabu, wir hören uns noch. Er hat gute Verbündete. Mit, okay, der hat eigentlich gar keinen Verbündeten. Achso, das ist mein Typ. Na gut. So, wo werde ich denn überfallen eigentlich? Von denen werde ich überfallen. Und zwar wo? Ja, und wo ist eure Armee? Fragt mich einer, keine Ahnung. So, dann können wir uns nochmal ein paar... Oh. Höfling von euch. Oh ja, den müsst ihr mal bitte freikaufen. Für 20 Gold. Den brauche ich. Der Typ hat einen Anspruch. Und zwar... Ist auch ein Land, was ich schon besitze, oder? Ne, irgendwas von Kono. Und sie hatte, glaube ich, auch Ansprüche, ne? Auch was von Kono. Okay. Maima Landuma. Doje Egia. 0 Jahre alt. Mein Gefangener. Alles klar. Farbu Ku bringt uns 100. Aber Herr mit der Knete. Er ist eingekerkert. 16. Ist das eine Frau?
würde ich gerne haben. Nana Avaya Kalata bringt mir... nochmal 50 Gold. Farina bringt mir nichts, weil er kein Geld mehr hat. 18 im Krieg und ihr Mann ist tot. Oh, die ist aber auch super angeschlagen. Gaio Conde. Oh, verwalten kann er. Salima Tunkra. Gut, naja, ich werde hier nochmal die ganzen Gefangenen freilassen. Ansprüche abschwören. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Folge. Haut rein und genießt den Tag, der noch vor euch liegt, hoffentlich. Wenn nicht, dann gute Nacht gleich. Tschüss!